Herr Schwarzer, erzählen Sie uns doch mal, warum wird jetzt hier gerade das neue Wappen von Calais präsentiert? Ja, wenn Sie auf die andere Seite dieser Mauer schauen, da ist eine große Plakette, auf der steht, dass zum 30-jährigen Jubiläum Duisburg-Calais dieser Platz eingeweiht worden ist und Calais-Platz heißt. Das war vor 20 Jahren und vor 20 Jahren ist auch dieses Schild aufgehängt worden. Und nach 20 Jahren war es jetzt völlig verrottet. Und im Jahr des 50-jährigen Jubiläums Calais Duisburg können wir natürlich nicht mit einem verrotteten Stadtschild aufwarten, sodass das Büro des Oberbürgermeisters, die Firma Schnürle und die Deutsch-Französische Gesellschaft dafür gesorgt haben, dass das jetzt wieder in altem Glanz, in neuem Glanz erstrahlt. Wird es denn in diesem Jahr noch irgendwelche Aktivitäten zwischen Duisburg und Calais geben, auf die Sie noch mal besonders hinweisen möchten? Ja, es ist einfach so, dass das, was die Städtepartnerschaft auch immer wesentlich ausgemacht hat, zum Beispiel der Sportaustausch, jetzt im Sommer natürlich weiter stattfindet. Aber es wird in der ersten Septemberwoche, wir sind gerade dabei, da ein Programm auf die Beine zu stellen, eine französische Woche geben. Es wird einen zentralen Festakt des Büros des Oberbürgermeisters geben. Das wird irgendwann vom 4. bis zum 6. September sein. Und da wird es viele Aktivitäten geben hier in Duisburg, wo auch sehr viele Institutionen wieder mit beteiligt sind. Und wir waren in Calais und haben das auch dort eingebracht. Was dort gemacht wird, weiß ich nicht. Aber man hörte davon, dass es dieses Jahr irgendwie schwieriger werden könnte? Es kann insofern schwieriger werden, weil wir Regionalwahlen im März in Calais haben. Ja. Und wie die ausgehen werden, ist im Moment sehr offen. Das kann man nicht sagen, sodass in der ganzen Vorbereitung, und das ist natürlich ein Problem, es möglicherweise einen politischen Wechsel gibt. Jetzt ist Wahlkampf, da wird man nicht an solche Dinge denken können. Aber man hat es dort wohlwollend zur Kenntnis genommen. Und ich denke, dass wir da eine gute Sache in beiden Städten hinkriegen. Aber muss ich jetzt trotzdem noch mal nachfragen, wieso spielt Tagespolitik bei einer so, ja ich sag mal, langjährigen Partnerschaft, bei einer Sache, die ja wirklich gewachsen ist, eine Rolle? Ja, also es ist so, dass natürlich in so einem Wahlkampf, wo alles unsicher ist, dass man da keine längerfristigen Planungen angeht. Das ist sicherlich ein Problem dabei. Diejenigen, die es dann durchzuführen haben auf der Verwaltungsebene, das sind Leute, die davon ausgehen, dass sie bleiben. Also von daher gibt es eine Kontinuität, von daher bin ich guter Hoffnung. Sollte es einen Wechsel geben in Calais, dann wird der Stab, wie ich das sehe, aber auch aufgenommen. Aber so eine neue Stadtspitze, wenn es denn dort eine gibt, die muss sich natürlich auch erstmal sortieren, sodass die auf jeden Fall später beginnen werden mit all diesen Angelegenheiten. Aber generell muss man sich keine Sorgen um die Duisburg-Calais-Städtepartnerschaft machen. Nein, es war immer so. Diese Städtepartnerschaft hängt ja auch nicht von der großen Politik allein ab. Eben, die wird ja eigentlich von Personen, von Bürgern bzw. von ihrem Verein gefüllt. Ja, die wird gelebt zum Beispiel von den Jugendlichen, der Stadt Sportbund und das Pendant in Calais. Die machen jedes Jahr einen Austausch von 200 bis 250 Jugendlichen. Das ist immens. Es gibt 4 bis 5 Schulen in Duisburg, die Partnerschaften mit Calais haben. Und ich sehe und ich weiß, dass die gelebt werden. Das heißt, um die Städtepartnerschaft müssen wir uns keine Sorge machen. Nur wie denn nun dieses 50-jährige Jubiläum von dort aus ausgestattet wird, da kann man jetzt im Moment keine klare Auskunft geben. Dann seien wir einfach mal optimistisch und freuen uns, dass da was zustande kommt. Davon gehe ich aus und ich bin ziemlich sicher, dass es so sein wird. Dankeschön. Ich bedanke mich.